Das ist alles nur deine Schuld. Bitte was? Ja, ist doch wahr. Hättest du nicht damit angefangen. Hätte, Herrentoilette. Die beiden hatten ja wohl mehr als einmal die Möglichkeit, sich zu versöhnen. Ja, hast auch wieder recht. Wenn die beiden nur nicht so stur wären. Sie versemmeln es jedes Mal. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Olli da gerade auf seinem Sofa hockt. Mit traurigem Hundeblick. Und Christian packt ganz theatralisch. Und ganz, ganz langsam. Und dann seufzt er. Und vielleicht rafft sich ja Olli noch ein letztes Mal auf. Ja, genau. Weil er seine letzte Chance nutzen will. Total entschlossen. Bis er es dann doch wieder versemmelt. Maximal melodramatisch. Vielleicht findet Christian ja ein altes Olli-T-Shirt und wird total sentimental. Glaubst du, er schnüffelt drin? Nee, glaube ich nicht. Nee, tut er nicht. Aber es löst was in ihm aus. Ja, genau. Der will am liebsten sofort zu Olli rennen und ihm sagen, dass das alles nur ein Missverständnis war und dass er ihn liebt. Ja, und dann das Übliche. Wenn das mal alles nicht so traurig wäre. Ja, ist ein einziger Witz. Kannst du eigentlich mal damit aufhören? Es irritiert mich total, wenn du mir plötzlich in allem recht gibst. Du was? Du hast mir ja wohl die ganze Zeit nach dem Mund geredet. Ich weiß, du hast jetzt sicher viel um die Ohren, aber vielleicht findest du ja nachher noch Zeit, mit einem Kumpel ein Bier zu trinken? Ja, sicher. Ein Tequila. Gerne. Um doch noch auf mein Angebot einzugehen? Sag ich doch. Ich habe mir das gestern noch zigmal durch den Kopf gehen lassen, aber manchmal muss man halt den Absprung schaffen, ne? Naja, verstehen kann ich's ja. Ich habe noch mal keine 20 Pferde und ein ganzes Team an Weltklasse-Jockeys. Trotzdem schade. Olli hat sich so für dich eingesetzt. Inwiefern? Ja, er war hier bei mir, zusammen mit Jessica. Hat mich gebeten, dir deinen Job wiederzugeben. Der war sehr überzeugend. Ich sag doch, Olli will nicht, dass du gehst. Wenn das wirklich so wäre, dann hatte er heute genügend Gelegenheit, mir das zu sagen. Wie du meinst. Auf die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und auf die, die du mit deinem neuen Rancher feiern wirst. Was trinkst du? Tequila. Oh.
Du hattest recht. Ich musste mir die richtige Frage stellen. Und? Mein Ex ist Ex. Was? Mein Ex ist Ex. Ihr wart lange zusammen. Natürlich sind da noch Gefühle mit dem Spiel. Ich bin ja nicht doof. Und auch wenn ich heute nur das Trostpflaster bin, eins weiß ich. Was denn? Ein Trostpflaster hilft nur, wenn man es direkt auf die Wunde klebt. Jo, danke. Ich bin halt leider nicht so weit gekommen, weil keiner der beiden Hausherren mir endlich sagen konnte, ob wir nun eine ordentliche Isolierung an der Wand vornehmen oder nicht. Ich meine, so eine Wärmeisolierung bei einem Altbau, ist das nicht total aufwendig? Nö, eigentlich nicht. Also an dem Altbau kann man das auch nachrüsten. Für die Dämmung draußen reicht übrigens auch so eine normale Styroporplatte. Ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Und das Haus von Christian und Olli, das ist ja was Gewachsenes, ne? Total solide. Da wäre es ja total blöd, wenn man das einfach kaputt gehen lässt, also trotz aller Schwierigkeiten. Auf jeden Fall. Sicherlich gibt es irgendwo Schwachstellen, die man noch finden müsste. Aber davon hängt es halt auch ab, wie nachhaltig die Isolierung sein muss. Morgen brauche ich eine Entscheidung. Hm? Naja, Fusch auf dem Bau oder langfristige Investition? Langfristige Investition, würde ich sagen. Ist doch klar. Ja, hier ist Christian Mann nochmal. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn absagen muss. Ich werde die Stelle morgen nicht antreten. Aus persönlichen Gründen. Tut mir leid. Danke nochmal. Auf Wiederhören. Hagen? Ja? Du kannst schon mal den neuen Vertrag aufsetzen. Alles klar, Coach. Ich bin wieder dabei. Wo willst du denn jetzt hin? Ich hole mir meinen Mann zurück. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich auch nicht. Ich liebe ihn. Ich weiß. Olli? Olli! Du hattest übrigens schon wieder recht. Womit? Es tut gar nicht mehr weh.